Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mein Sofa ein kleines bisschen geschmückt, weil ich gedacht habe, so ein bisschen blinky blinky im Hintergrund würde dann ganz gut aussehen. Und ja, diese zwei Lichterketten sind von Nanunana. Da hat eine ungefähr 6,95 Euro oder so gekostet. Und ich fand das einfach eine nette Idee, so ein paar kleine blinkende Orchideen da hinten zu haben. Und ja, warum ich zwei genommen habe, ein ganz einfacher Grund. Es waren jeweils nur 10 Blüten an einer Lichterkette und das war mir dann einfach viel zu wenig. Das sollte dann schon ein bisschen größer aussehen. Ja, deswegen, also schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das neue Setting so findet. Und ja, zu etwas ganz anderem. Letzte Woche Mittwoch war ich in Köln und da habe ich jetzt nicht mich in den Primark oder so oder Primark gewagt. Nein, ich wurde von Benefit eingeladen und ja, das Ganze stand unter dem Motto Roadtrip und ich konnte mir da überhaupt nichts vorstellen. Und es war im Endeffekt so lustig, dass ich glaube ich mit ein paar Mädels bis 23 Uhr da Party gemacht habe. Und ja, ab und zu habe ich dann mal meine Kamera laufen lassen, damit ihr auch mal sehen könnt, was ich so erlebt habe. Deswegen kommt jetzt gleich ein kleines Follow Me Around Video aus Köln. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Also dranbleiben, jetzt geht's los. We'll be right back.
jetzt habt ihr natürlich auch gesehen, worum es eigentlich ging, nämlich den Launch vom neuen Vareal Push-Up Liner. Ja, es vergeht eigentlich bei mir kaum einen Tag, wo ich keinen Eyeliner trage. Also ich mache es eigentlich wirklich fast täglich drauf. Und ja, deswegen war ich besonders neugierig, was dieser neue Eyeliner, das ist übrigens eine Testergröße, also der ist natürlich ein bisschen größer, was der so zu bieten hat. Er wurde auf jeden Fall 5 Jahre lang entwickelt und ich muss sagen, diesen kleinen Wing, den man hier ziehen kann, den habe ich mit diesem Teil hier sehr gut hinbekommen, direkt beim ersten Mal. Ein bisschen Probleme hat mir gemacht, dass wenn man nicht aufpasst, dass so ein bisschen zu viel Produkt rauskommt und man dann quasi so einen kleinen Blob auf dem Auge hat. Und das ist natürlich nicht schön, den muss man natürlich gut einarbeiten. Aber ich muss sagen, ich finde den echt toll. Ich werde den auch noch weiterhin testen, das auf jeden Fall. Aber ja, ihr werdet ja auch sehen, ein paar kleine Bilder sind jetzt hier eingespielt. Er ist super wischfest. Also da kann ich wirklich sagen, das habe ich auch auf dem Bus. Ganz oben habe ich den ausgetestet auf der Hand, habe es weggerubbelt und als es dann nicht wegging, noch nicht mal mit so einem Kosmetiktuch, habe ich schon Angst bekommen, wie es ist, wenn ich den dann am nächsten Morgen dann auftrage und den irgendwie abscherbeln muss. Aber musste ich natürlich nicht. Man muss einfach so einen wasserfesten Remover nehmen. Und ja, da gibt es übrigens dann, wenn der hier gelauncht wird, da gibt es auch einen Remover. Und vielleicht kennt ihr ja auch das Wall Vareal. Davon gibt es nämlich auch die Mascara, die wasserfeste, die ich heute auch übrigens drauf habe. Und ja, da gibt es eben auch einen Remover dann bald, der auch, als ich den getestet habe, wirklich super funktioniert hat. So, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich natürlich auch über Feedback freuen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und mal schauen, was ich euch da so zeige. Also, bis dann. Tschüss.